Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr Lieben, ihr seht, ich habe uns mal wieder was Schönes mitgebracht. Auch schon ein bisschen älter. Eine Top-Trainer-Box Flammende Finsternis. Die kam im letzten Sommer raus. Und ja, ich finde, das ist ein richtig cooles Set. Ich habe es echt gerne. Die Top-Trainer-Box sieht auch zornig aus mit dem Endynalos drauf. Finde ich, läuft einfach. Und das Set sammle ich ja in Gänze und da fehlt mir noch die eine oder andere Karte. Klar, da habe ich mir gedacht, komm, weißt du was, machen wir noch mal eine davon auf. Bis jetzt haben die ja ganz gut gegönnt. Ich verlinke euch am Ende des Videos auch noch mal die eine oder andere Top-Trainer-Box davon, die wirklich äußerst stabil waren. Und ja, schaut einfach mal rein und wir schauen jetzt da mal rein. Vielleicht haben wir Glück und ziehen was Feines. Vielleicht ist sie auch einfach nur schlecht, man weiß es nicht, aber ich finde, die sieht doch einfach schon krass aus. Richtig stabil, ne? Also hier, wenn man da mal so durchblättert, haben wir es ja schon länger nicht mehr gemacht. Der eine oder andere ist ja auch neu dabei, da kann man nochmal so reingucken, was es da Cooles gibt. Ich finde hier das Glurak V und auch das V-Max sieht richtig, richtig cool aus. Stabile Karten, leider auch kein Turtok da drin, finde ich immer ärgerlich, ne? Glurak ist in ja, jedem zweiten Set drin und Turtok leider nicht. X-Bad V, auch eine richtig coole Karte. Die gab es auch mal als Lamus Tin. Finde ich, ist auch eine ganz schöne Karte. Haben wir auch ein paar von aufgemacht. Hier Endynalos nochmal als V und als V-Max. So ähnlich gab es die dann ja auch als Promo in der Endynalos V-Collection. Schöne Karten. Auch hier Brutalanda. Also ihr seht, das Set ist wirklich richtig cool, falls ihr es nicht kennen solltet. Und was ich ebenfalls noch cool finde, das habe ich euch am Anfang gar nicht gezeigt, sind wir so ein bisschen rübergegangen. Smetbo, ne? Smetbo und Smetbo V. Ja, ich fand Smetbo schon immer richtig cool. Früher gab es immer so Team Vibor, Team Smetbo. Ich war immer Team Smetbo. Dann hast du hier noch Sherox V, Sherox V-Max drin. Auch eine richtig schöne Karte, haben wir auch schon oft gezogen. Ich kann euch das Set nur empfehlen, es ist auch gar nicht so teuer, obwohl da ein Glurak drin ist. Ja, einfach richtig schön. Und die Full Arts, die sind auch sehr, sehr farbenfroh. Hier auch das Inferno-Pot. An sich bin ich ja kein großer Freund von dem Pokémon, aber die sieht richtig cool aus. Das X-Bad V, eine super Karte. Sherox V, eine super Karte. Brutalanda, eine coole Karte. Ja, die Full Art Trainer finde ich jetzt in diesem Set gar nicht so mega. Auch sehr männerlastig. Hier fürsorgliche Pokémon-Züchter finde ich richtig schön. Rosé ist natürlich auch ganz cool, so ist es nicht. Wir haben hier ein paar schöne Rainbow drin. Und ja, die Goldkarten, ja, finde ich jetzt nicht so mega mit Monte Carbo und Gottrom. Vorteil ist natürlich, weil das jetzt nicht so die mega beliebten Pokémon sind, wenn man das Set komplettieren will, so wie ich, kriegt man die natürlich relativ günstig noch, die Goldkarten, obwohl es Goldkarten sind. Das ist ja bei anderen Sets eher nicht so der Fall. So, schmeißen wir mal hier das ganze Pappzeug weg, was in der Top-Trainer-Box so drin ist. Das wisst ihr ja alle, brauche ich euch eigentlich gar nicht zeigen. Jetzt zeige ich euch nochmal die Sleeves. Finde ich stabil, sehen cool aus. Bin ja bei diesem Endynalos immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich mir sage so, ja, irgendwie ist das schon cool, aber auf der einen oder anderen Karte, gerade auch bei den Goldkarten, Set glänzende Schicksal, da siehst du oftmals gar nicht, wo fängt das Pokémon an und wo endet es. Ja. So, das ist wie bei der Corona-Krise. Da wusste es auch nicht, wo fängt es an so richtig und wo hört es auf. 8 Booster haben wir drin. Die Booster-Artworks sind natürlich richtig cool, gerade auch hier mit Glurak, aber auch Endynalos. Ja, in Inferno-Pot ist natürlich alles so als Max-Gestalt in Max-Form. Ja, richtig cool. Glurak sparen wir uns bis zum Ende auf. Man kennt's. Und dann gehen wir einfach mal so da durch. Jetzt habe ich schon wieder viel gequatscht, aber ich dachte, ich lock euch nochmal, was dieses Set angeht. Produkte dazu kriegt man noch einigermaßen gut, muss man sagen. Top-Trainer-Boxen sind auch noch nicht so mega teuer. Ist immer die Frage, will man da nochmal was investieren? Aber es macht einfach Spaß auszupacken. Und ich habe die damals günstig bekommen. Das war ja so ein Bundle gewesen. Und ich glaube, 10 Stück habe ich davon gekauft zu einem Preis von knappen 35 Euro die Top-Trainer-Box und ja, das ist natürlich ein Top-Kurs, ne? Gekauft bei comicplanet.de, ein bisschen kostenlose Werbung, also nur damit ihr wisst, wo man auch stabile Produkte kriegen kann. Das gute Snubble in Reverse und dahinter Voltenso, schönes Artwork, Dean Holo, käme glaube ich richtig zornig hier hinten mit diesem Wirbel, richtig cool.
Und ja, bis jetzt noch nichts, aber jetzt ist ja das erste Booster. Das ist auch das erste Set von Schwert aus dem Schwert und Schild-Zyklus. Meine Güte, was ist heute mit der Zunge los? Das ich sammle, also in Gänze. Bei Weg des Schems habe ich es ja versucht, habe das Shiny Glurak leider nie gezogen. Und somit werde ich das Set auch niemals komplettieren. So viel Geld gebe ich natürlich nicht für eine Karte aus. Irgendwie 400, 500 Euro auf gar keinen Fall. Lieber soll mich der Schlag treffen. Bouts, ach so ein schönes Artwork, ich liebe ja Bouts. Und dahinter wenigstens eine Holo, das gute Hopper. Sieht auch zornig aus. So. Schwuppdiwupp, die Energiekarte fällt runter. Echt schade, dabei sind die Energiekarten so selten. Ich verstehe auch nicht, warum da immer hier so ein Packen Energiekarten in der Top-Trainer-Box sind. Kann man sagen, klar, ne, zum Spielen, wer sich eine holt, damit man direkt loslegen kann. Aber für uns Sammler ist das natürlich viel Spaß mit dem Code, macht was raus. So eine Sache, ja, die stapeln sich irgendwann. Ja, für was willst du die verkaufen? Für 10 Cent oder was? Kann man sich künstlerisch betätigen. Und ein schönes Artwork. Pupita. Ach ja, da kriegt man wieder Bock, die alten Edition auf dem Gameboy, auf dem Gameboy Color zu spielen. Bis jetzt noch keinen Hit. Flemli. Vielleicht gehen wir hier sogar mal leer aus. Eigentlich gönnen diese Top-Trainer-Boxen von Flammende Finsternis richtig cool. So, zwei Puls sind da eigentlich immer am Start. Schaut euch auf jeden Fall die Videos an, die ich euch am Ende des Videos verlinke, falls ihr die noch nicht gesehen haben sollt. Und wir hauen hier wieder die ganzen Codes raus. Alles auf meinen Nacken. Vielleicht zieht der eine oder andere von euch ja was Feines, dann gerne auch in die Kommentare schreiben. Auch ein tolles Artwork. Auch wenn das Vieh ein bisschen komisch ist. Auch wie Toxel hier. Die Tasse. Laupax. Meltern. Gastella. Freunde, unser erster Reverse Rare. Milotic. Tolles Artwork. Und dahinter Fuyal. Freunde, vier Booster. Und in keinem war was drin. Nur eine Holo. Eine Reverse Rare. Das ist natürlich viel zu wenig. Lässt das Set mich hängen? Das wäre ärgerlich. Das wäre ärgerlich. Auch wenn man die günstig bekommen hat. Aber es macht ja immer so Spaß, das, ne? Dieses Auspacken, das macht einen ja süchtig. Ach, guckt euch das Artwork an. Dean Holo. Wäre irgendwie auch cool, ne? Wenn solche Karten auch dann irgendwie nochmal vielleicht in so einem Special Set oder was als Holo vorkommen würden. Das hätte was. Slimer, auch richtig cool. Okay, dieses Vieh finde ich echt komisch. So, der Cheetah. Und dahinter nochmal eine Holo, Stolos. Brutales Artwork, wenn ihr mich fragt. Kommt der Holo-Effekt dann nochmal richtig gut. Zwei Holos, eine Reverse-Rare, Freunde. Wäre das hier mein Waterloo, das wäre übel. Aber vielleicht gönnt uns ja gleich Glurak nochmal was Feines. Ach, ich liebe dieses Set einfach. Es macht so viel Spaß. Die Karten sind so schön. Ich habe mich einfach so mega gefreut, dass Smetbo da auch drin vorkam oder vorkommt. Das ist ja toll. Die Karten, die sehen einfach so toll aus. Gerade auch die VMAX-Karten. Das Farbenspiel ist so schön. Hier unser LSD-Watti. Läuft bei ihm so farbenfroh. Bobungus, Toxel ist wieder am Start. Ineko, Bouts. Lursardinia, beste Pokémon überhaupt, braucht kein Mensch hier. Double Trouble, dahinter kann nur die Niete sein. Hier Kaporiki als Holo. Vielleicht kann ich wenigstens alle der Holos noch gebrauchen, damit das nicht so ein kompletter Reinfall ist. Ja, Glurak muss es richten, ne? Glurak muss es richten. Glurak VMAX durfte ich ja schon ziehen. Aus einem Pre-Release-Kit. Direkt am Anfang schon durchgespielt, das jetzt sozusagen. Viel Spaß mit dem Code, macht was raus. Und ich finde das Glurak VMAX sieht einfach so mega aus. Auch richtig cool, dass es jetzt als Shiny VMAX im Set Glänzendes Schicksal vorkommt. Sieht auch richtig cool aus. Deutlich schöner als das Glurak VMAX aus Weg des Schems. Pummeluff. Ach, die als Holo wäre auch toll, oder? Ach, ich liebe Pokémon-Karten einfach. Das ist so schön. Und dahinter Straptor. Ja, Freunde, mit zwei Hits
wird das nichts in dieser Top-Trainer-Box. Und ich glaube, das ist die schlechteste Top-Trainer-Box, Last Pack Magic, von Flammende Finsternis, die ich je aufgemacht habe. Also eine Top-Trainer-Box ohne Hit, das tut weh, Freunde. Jetzt könnte eigentlich nur noch eine Rainbow retten. Oder natürlich das Glurak, aber ihr wisst ja, Glurak ist mit mir auf dem Kriegsfuß. In der Regel taucht es nicht auf. Außer bei Pre-Release Kits, da habe ich echt Glück. Ich erinnere an Farbenschock. Da hatte ich ja 5 Pre-Release Kits gehabt und 3-mal Promo Glurak. Also das war. Da haben wir ein ganzes Glurak-Glück wieder verschossen. Das ist unglaublich. Frubber und dahinter. Letzte Karte, Freunde. Kommt da noch was, oder? Ist das ein Totalreinfall? Olanga wie. Ja, gut. Wenigstens noch eine wie, Freunde. An sich muss man sagen, wirklich eine schwache Top-Trainerbox, gerade für Flammende Finsternis. Schaut euch die anderen Videos zum Vergleich mal an. 3 Holos, eine Reverse Rare und eine wie. Das ist wenig, sehr, sehr wenig. Rückblickend betrachtet hätte ich es mal zugelassen, aber dann hätten wir jetzt nicht den Spaß gehabt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn die Ausbeute mies war. War nochmal so ein kleiner Rückblick auf dieses tolle Set. Ja, ich hoffe, ihr hattet mehr Glück mit euren Top-Trainer-Boxen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Bleibt gesund, bleibt stabil. Alles Liebe, alles Gute. Euer Pokeknecht90. Ciao.